Fahrzeuge passen da nicht rein. Und der Wagen von den Bluetech-Schienen ist, glaube ich, bleibt auf der Strecke. E532 ist noch drin. Benjamin Falk noch mit dabei. Das müsste Julian Schröder sein mit der 225, der dort zusammen mit seinem Kollegen von der Startnummer 9, den Gabriel von den Bergschaden-Neustelitz. Die drei passen nicht zusammen durch die Schikane. Erneut.